Bei Kung Fu Fitness Lifestyle, Kampfkunst Commander, Lifungisch Online, Dozo, Konnichiwa. Ich habe ein paar gute japanische Filme, die ich jetzt vorstellen will. Und ich habe jetzt auch mit einer anderen Community super Kontakt. Ja. Und ich finde es halt immer super, wenn einer sich für andere Kulturen interessiert. Japanologie ist, finde ich, sehr interessantes Spektrum, und Respekt für der Kevin, für der Denny, für der Senpai, die das studiert haben und da auch richtig gut sind in der Sprache, perfekt eigentlich. Und ich denke von Tokyo Maniacs, der ja gerne mehr Grüße, aber ich kenne halt, weil es ist eine größere Gruppe, aber ich kenne ja jetzt gerade erstmal nur der Denny und der Senpai. Danke, Senpai, dass du mir da geantwortet hast. Und in deinem letzten Video habe ich einen Kommentar geschrieben. Das hat mich sehr, sehr gefreut und hat mich auch sehr geehrt. Ja. Da war ich sehr glücklich an dem Tag, weil ich kenne dich ja von den Videos und von mir bist du auch schon eine ziemlich gute Größe. Und ja, es hat mich richtig gefreut. Ja. Und ja. Und beim Danny möchte eigentlich sehr gute Livestreams. Einer hat mal kritisch gesagt, dass der ohne Livestream mal langweilig war, aber es lag nicht am Tennislager, mir, weil er ziemlich krippig hat und vielleicht nicht so konzentriert war. Aber ich habe manchmal Sachen gedreht, ja, wo ich dann überlegt habe, das muss ich nächstes Mal spannender machen. Aber Dennis, seine Livestreams sind ja immer normal spannend und sehr interessant und vor allem sehr lehrreich. Ja. Und beim Kevin ist auch sehr gut da finde ich mir auch gut aufkommende Livestreams. Und auch großer Respekt an Mayu, die sehr gut Deutsch gelernt hat. Und ja, das ist auch die Mayiro, ja, die hat auch gerade perfekt Deutsch. Ich bin ganz begeistert, dass so viele Japaner gut Deutsch kennen, obwohl sie in Japan leben. Und ich bin ja ein Filmfan und habe da auch viele Filme. Ja. Und die japanischen Filme gucke ich auch sehr gerne an. Ja. Oder gibt es welche, die sind halt dann doch. Also, die meisten japanischen Filme sind sehr gut. Da gibt es ganz selten, dass immer ein Film ist, wo ich sage, der gefällt mir jetzt. Dann habe ich halt auch Geschmackssache. Ich interessiere mich auch gerne für die japanische Kultur. Ja. Und guck mal Dokus an und gerade was man davon lernen kann. Japan selber war noch nie, aber wäre auch so ein Reiseziel, wo ich gerne mal nachgegangen hätte. Und den ersten Film, den ich vorstellen kann, ist Zombiejägerin Rika. Ja. Und das ist so, ist ein ganz guter Zombiefilm. Jeder Zombiefilm ist anders, der ist ein bisschen sehr fantasiereich, sehr Manga-mäßig. Ja. Nur mit halt Schauspielern als Zeichentrickfilm. Also haben die schon sich was einfallen gelassen. Und den kann man sich auch gucken, gönnen. Und der nächste Film, der ist so gut gemacht, das ist ein japanischer Film, der nennt sich Kirschblüte und rote Bohnen. Ja? Und der Film ist so gigantisch gemacht von dem ganzen Stil her, wie der morgens aufsteht, in die Bäckerei geht, die ganze schöne Einzelhalter, wie sie dann bringen von Japan, japanische Großstadt. Und all die einzelnen Geschichten und Figuren brutal gemacht, sehr schön gemacht. Ja. Da geht es um einen Bäcker, der japanische Backware verkauft. Ja. Da geht es um eine alte Frau, die da gern schaffen tät und dann auch entsetzt ist, dass er das Wann nicht selber macht, sondern einfach fertig Wann kauft, also die Füllung von der Backware. Und zuerst hat er sie nicht einstellen will und hat sie gezeigt, wie sie backt, und hat sie doch eingestellt. Und dann auch die Studentinnen, die japanischen Studentinnen, wo da reinkommen. Und jede Figur hat so ein eigenes Leben in sich. Also mit einem harten Schicksal und so weiter. Ja. Der hat da früher mal eine Kneipe gehabt, ja, und hat dann einen richtig bes verletzt und muss mit dem schlechten Gewissen leben. Bei ihrer Schlägerei hat er da. Ja. Und die Frau, die hat auch üble Krankheit gehabt.
Und auch ein schweres Schicksal, ist dann vom Morgen verlassen worden, verurteilt. Und die Studentin hat auch ihren Kampf, ich möchte jetzt nicht den ganzen Film verraten, aber es hat schon Sternstunden, auch jetzt mit dem Wann, wie die das Wann herstellt. Und ja, man muss ja jede Bohne angucken, nur die perfekteste Bohne nutzen wir. Dann jetzt muss der Zucker und es muss jetzt stundenlang einziehen, man muss mit den Bohnen schwätzen. Das gibt, also das macht den Film sehr interessant und so. Ja, das sehe ich schon wieder so Sachen wie, was auch in der deutschen Kochkunst auch gibt, so dass man so aufs Detail geht. Ja. So. Dann habe ich den Film Wasabi am Bull in Japan. Also, ich habe mal gesagt zum Kevin, das war in der ersten Stream, wo er dabei war, ob er den Film kennt. Er hat gesagt, der hat viele japanische Filme auch geguckt, angeschaut, den kennt er jetzt nicht. Ja. Und ja, man kann ja nicht alle Filme kennen, aber der Film ist so gigantisch und jedes Mal, ich muss richtig heulen, weil es sich so an meinem Leben, also weil ich so ähnliches Lebensschicksal habe. Und das ist auch ein sehr guter Film. Ist eine französisch-japanische Zusammenarbeit. Ja. Da spielt der Jean Reno mit. Und ein großartiger Schauspieler. Ruko Hirasu spielt mit. Und da geht es um einen Polizisten in Frankreich, in Paris. Der hat früher in Tokio mal geschafft und hat sich in eine Japanerin verliebt. Da hat sie dann Jahrzehnte nicht gesehen und hat sie aber innerlich nicht loslassen können. Und dann hat sich doch von anderen Wegen entscheiden müssen und dann hat er Neuigkeit, also hat die Botschaft gekriegt, dass sie gestorben ist. Da ist er nach Tokio geflogen, nach Japan und hat dann auch mitgekriegt, dass er Tochter hat und so. Ist ein Comedy-Film, aber sehr Drama, also ist auch ein Drama-Film und man sieht auch viel von der japanischen Kultur. Was habe ich am Bullen in Japan? Ja. Und bei dem anderen Film, Kirschspülen, das spielt in ein Film von Naomi Kawase. Vielleicht sehe ich das eigentlich was, ja. Also Japan interessiert mich sehr. Immer noch, ja, ein großer Fan von der Kultur, jetzt nicht von der Regierung und auch nicht von dem Kapitalismus, der da herrscht. Und ich finde die Armee von Japan auch schrecklich. Aber das hat ja mit der Bevölkerung nichts zu tun und ich bin von der japanischen Kultur sehr begeistert. Ja. Tja. Also, möchte mich noch jetzt dann bedanken der Community, an Danny, an Senpai, an Kevin, an Mayu und Maiiro und an die ganze, an wie heißt der, Fuji Kado, ja, fällt mir rein, ja. Also, auf jeden Fall auf vorher ganz Community, die an den Livestreams dabei sind. Arigato, ja. Das bereichert mein Leben, das baut mein Leben auf, weil ich habe auch gerade jetzt sehr viel schwere Probleme in meinem Leben. Da versucht man sich irgendwo Halt zu finden, ja. Und ich denke, da habe ich einen guten Halt gefunden, ja. Ich fühle mich also beim Kevin und beim Danny und beim Senpai und so und bei der Mayu und so ganz gut aufgehoben als Teil von dieser Community und natürlich können da auch ein Teil von Kung Fu Fitness Lifestyle sein. Zack! Ja. Sayonara! Zai Zien! Oh, das sind Schultern eingezogen.